Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Recyclinghof hier auf meinem Kanal. Ja, da ist jetzt der erste mit Anhänger. Das wird interessant werden. Da kommt schon hier die ganze Sache entgegen. Altreifen kommt hier rein. Was haben wir hier eigentlich noch? Müllsack. Kommt in Hausmüll. Hier kommt auch in Hausmüll. Immer ruhig der Herr. Wir sind hier auf der Arbeit. Die Dame, sorry. Wir sind auf der Arbeit, nicht auf der Flucht hier, ne? Und zumindest ist ihr Anhänger schon mal leer. Oder? Ja, Anhänger leer. Dann haben wir hier einen Kühlschrank. Ein Schrank, der noch relativ gut aussieht. Eine Stehlampe. Wofür überlebt sie, ne? Das jetzt nicht. Interessant. Okay, der Stuhl hat keinen Wert. Den würde ich sagen Altholz, ne? Der Schrankenwert sieht gut aus. Und nicht wirklich mehr, aber na gut, egal. Hausmüll, ne? Und die Standuhr wurde verkauft. Sehr schön. Und so machen wir noch Geld. So, wo bleibt die nächste Kunde? Sollen wir schon mal hier Presse einschalten? Kommt doch schon. Vier Papiertüten? Ne. Müllsack. Und ein Mikrowellenherd. Haben wir Gebühren? Genau, 6 Dollar Gebühren und tschüssi. Weiter geht's, nächste Kunde. Da kommt er, der nächste Kunde. Okay, viel Sperrmüll und vier Papiertüten. Vier Papiertüten, Leute.
Auch Sperrmüll. Sehr gut. Können wir die Kiste eigentlich noch verkaufen? Nee, ne? Dann ab in den Container damit. Sehr gut. Ich habe mir übrigens überlegt, hier meinen Recyclinghof noch einmal die Woche zu bringen. Weil, ich meine, wir haben jetzt eigentlich soweit alles durch. Haben alle Abfallarten freigeschaltet soweit. Im Prinzip heißt es, es ist nur Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, ne? Und deswegen würde ich sagen, machen wir nur noch einmal die Woche hier meinen Recyclinghof auf meinem Kanal. Und dementsprechend, ja. Aber es geht weiter. Also für alle, die das Projekt mögen und lieben, es geht auf jeden Fall weiter. Aber halt nur noch einmal die Woche. So der Plan jetzt aktuell. Mikrowellenherd prüfen. Kann noch verkauft werden. Sehr gut, dann machen wir das. Ein Platz haben wir noch frei. Leichtverpackungen. Kommt da rein. Müllsack kommt hier rein. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall Gebühren verlangen. Kappschachtel. Altreifen. Sessel kommt in Sperrmüll. Die Kommode sieht eigentlich noch gut aus. Nö, okay, dann Altholz. Was haben wir da noch? Grammophon. Funktioniert's noch? Elektrogerät. Pappschachtel. Wertstoffsack. Die nächsten Pappschachteln und weiter geht's. Waschbecken, Bauschutt. Hatten wir auch noch nicht Waschbecken. Hier noch was drin? Ne, da ist leer, da ist auch leer. Gebühren, genau. Und tschüss. Und so, nächste Kunde bitte. Ja, sieht doch gut aus.
Sieht da echt gut aus. Oh, was kommt denn da wie alles? Viel Hausmüll, Altreifen. Was hast du im Kofferraum noch? Schön Sessel. Den können wir noch verkaufen. Der Stuhl ist Sperrmüll. Altreifen. Noch mehr Altreifen. Ja, wir kriegen die Kilometer geht wahrscheinlich auch noch. Kofferraum war leer, ne? Ja, Kofferraum war leer. So, gleich Gebühren verlangen. Dürfen wir nicht vergessen. Und ich hoffe, der Kunde kauft auch was in unserem Laden. Wäre natürlich nicht schlecht, ne? Das wäre nicht übel, würde ich sagen. Ja, perfekt, der hat sogar was gekauft. Sehr gut. Haben wir wieder einen Platz frei, ne? In unserem Shop. Bedienen wir mal die Presse. Kommt schon der nächste Kunde. Pappschachtel. Computer, Elektrogeräte. Das kommt in Hausmüll. Die Druckgasflasche bleibt, Pappschachtel, Mikrowellenherd, funktioniert der noch? Nö. Tisch sieht eigentlich noch gut aus. Können wir den verkaufen? Nö. Dann Altholz. Da ist die Druckgasflasche drin. Eine Jukebox. Funktioniert die noch? Perfekt. Und Schrank verkauft, sehr gut. Läuft doch. Das läuft doch. Da
Dann können wir die nächste Presse bedienen. Und der nächste Kunde. Was hast du so Schönes dabei? Ein Altreifen. Zwei Stühle. Ein bisschen Beeilung. Kann nämlich direkt mit klein gemacht werden. Müllsäcke pressen. Das war daneben. Altpapier. Und noch mehr Altpapier. Können wir gleich anschließend direkt die nächste Presse betätigen. Foodbox. Ja. Geht klar. Was haben wir da noch? Noch eine Pappschachtel. Da eine schöne Kommode. Ansonsten war es das, ne? Ja. Nehmen wir die Gebühren und bye bye. So, nächste Folge, nächster Tag. Bis zum nächsten eine Woche. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn euch das Projekt natürlich gefällt, gerne Like und Abo da lassen, um mich zu unterstützen. Und ich sag mal, bis dahin, Servus und Tschüss.